Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalke-Freunde und Sportskameraden. Der SO4 ist wieder da. Der SO4 ist wieder da. Ja, ja. Ich konnte das Spiel leider nicht schauen, habe die letzten Minuten im Radio gehört, auf die Fahrt wieder zurück nach Hause, da wir ja mit unserer Jugendmannschaft ein Spiel hatten heute, genau um 2:30, wo Schalke gespielt hat. Aber was ich dann gehört habe, die letzten Minuten, boah, das macht meine Klappe nie mit. Ich bin ehrlich, im Radio das zuzuhören, boah, macht gar keinen Spaß. Da wirst du bekloppt, ehrlich, da wirst du bekloppt. Ja! Ich war überrascht über die Aufstellung, was ich gehört hatte. Malik Chau war auf der Bank. Oh, da war ich überrascht. War ich wirklich überrascht. Ja, da lagen wir 1:0 zurück. Sonntagsschuss. Soll ein schönes Tor gewesen sein. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und zweite Halbzeit war Schalke dominant. Hatten Chancen. Dann hat Gramozis den Sieg eingewechselt. Unser Trainer, unser Cheftrainer hat den Sieg eingewechselt. Da habe ich gesagt, ey, top. Bülter kam rein, Chulinov kam rein und kam ja auch noch was Kurioses dabei. Aber erstmal, wie ich das verstanden habe, Bülter kam rein, die Vorlage zu Terode. Terode macht das 1:1. Dann Chulinov holt einen Freistoß raus. Und durch diesen Freistoß, den er rausgeholt hat, kam das 2:1. Obian bringt den rein, Bülter verlängert. Und der eingewechselte Chau macht das 2:1, der Siegtreffer. Chau war auch im Gespräch bei AC Mailand. Ich sage, Fußball schreibt seine eigene Geschichte, kommt rein, macht da 2:1, der Chau, den Siegtreffer. Chulinov holt den Freistoß raus zum 2:1, wird eingewechselt, 18 Minuten später wird wieder ausgewechselt, macht eine Ehrenrunde, so haben die das im Radio gesagt, macht eine Ehrenrunde, wird von den Fans gefeiert, er auch, beklatscht die Fans, kommt zur Bank, alle umarmen den, alle feiern mit Chulinov. Chulinov gar nicht mal sauer, weil vielleicht denke ich mir, Chulinov hat es verstanden, war wegen taktischer Gründe, weil Gramozis das 2:1 halten wollte. Alles richtig gemacht, Gramozis. Und ich finde das gut, wenn Chulinov nicht böse ist, er das verstanden hat. Da siehst du, dass wir eine Einheit sind, eine geschlossene Mannschaft. Du siehst, jeder freut sich für jeden. Hey, lasst uns den Sieg genießen, obwohl ich das Spiel nicht sehen konnte. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich lese ja die Kommentare, ihr weißt das. Aber jetzt, wir haben Samstag, Wochenende, genießt das Bier. Ich genieße den Sieg, werde mir gleich die Highlights mir anschauen. Ah, das ist so schön, zweites Spiel hintereinander zu gewinnen. Jetzt werden wir uns da oben festsetzen. Und ach, ich bin einfach nur glücklich. Jungs, der SO4 ist wieder da. Der SO4 ist wieder da. Genießt das Wochenende. Schönes Wochenende. Euer Schalker. Ciao. Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Yeah!